immer so eine, das War Films, beziehungsweise die neuen Titel von War Be Mindful. Ja, was ist neu, was kann man damit so machen? Ja, ich bin Jens Graf, bin 28, komme aus Hamburg, bin gelehrter Mediengestalter, arbeite jetzt seit knapp 3 Jahren bei YouTube. Ja, ich bin seit knapp 10 Jahren in Photoshop und bin daher auch Studiogeber bei YouTube und mache nebenbei noch so allerlei Webgrafik im Anfang und nebenbei entwickle ich auch das, was ich gestalte, mit HTML, CSS und Web. Und damit das alles immer möglich ist, muss natürlich der Koffein-Kegel immer auf welcher Art sein. Das wird wieder neu. Ja, kurze Frage an euch. Wer kennt Wort? Wer hat es schon mal benutzt? Und wer entwickelt dann noch zu? Oder besser? Doch, einige, das freut mich. Ja, ich hoffe, nach dem Beitrag werden die alle mal drauf ankommen. Da ist ja wieder. Ja, was ist Wort? Das Wort? Ja, Spock ist das skeptisch. Wenn ihr auch, und da habt ihr auch recht, das ist ein Wort, wie ich das auch gemeint ist. Wort ist ein, der Developer-Toolkit, der noch PHP-Version und Framework, und diese sind in dieser Internetung in die Basis, ein CSS, JavaScript und PHP. Ja, Wort ist Cross-Platform-Team, das heißt, es ist möglich, funktionäre CSS-Systeme zu entwickeln. Derzeit, von unserer Seite aus, unterstützen wir Luna 2.5, Luna 3.1 und Wirkung, der 3.1. Ja, Wort ist sozusagen die Kernkomponente unserer Teams. Das heißt, alle Teams basieren eigentlich auf Wort. Wort abstrahiert sozusagen die unterliegenden CSS-Systeme. Das heißt, Warp ist sozusagen dieses Adapter für die einzelnen CMS-Systeme. Wenn zum Beispiel ein CMS geupdatet wird, müssen wir nicht das Team updaten, sondern wir hier einfach einen neuen Adapter entziehen. Zum Beispiel, wenn es früher hier kommen würde, irgendwann hätten wir einen neuen Adapter. Und das Team selber müsste gar nicht da angepasst werden. Das würde eigentlich Warp benutzen. Ja, bevor ich auf die Features eingehe, wollte ich euch nochmal ganz kurz was über Warp erzählen, das ist ein Team von mir. Woher kommt der Name? Man hat sich so verändert. Ja, Warp 5, warum 5? Es gab zwar 4 interne Framework-Versionen. Verbrüchen dachte man, die würden mal getauscht werden. Und es hat Warp 5 genannt. Warp heißt, weil es schnell ist. Ja, es kam direkt mit dem Feature Megaman. Download raus, die hatten das Module-System damals schon. Ich gehe da nochmal in unseren Bild. Einer der ersten hat mir die Visit und Link-File-Konfession. Und natürlich war alles, die meisten zu Welt, das heißt, die hatten schon Facebook-Hardware-Management und Apple, keine Pandemie. Und das macht mich eigentlich ganz vorstellig zu seiner Zeit, 2009. Ja, kurze Zeit später, vielleicht kurz, ich gucke damit, ja. Ich kam mit Warp 5. Und ja, das größte Update war eigentlich, dass es standalone war. Also vorher war es halt noch ein Team gekoppelt, jetzt ist es halt nicht mehr ein Team gekoppelt. Das heißt, man hat eigentlich nur noch am Stream gearbeitet und gar nicht mehr im Warp mehr. Also man hat, wenn man modifizieren wollte, eigentlich was das Warp kopiert in den Team reingelegt. Und so war Warp eigentlich immer Update, oder? Ja, es gab dann halt noch so zwei Presets, die kann man eigentlich gerne tun. Relativ gut. Hier nochmal geht es rüber, Warp 5, damals auch. Diesmal hat kleine Einstellungsmöglichkeiten, sagen wir, Template-Style, Breite und ja, weitere Möglichkeiten. Ja, und kurz nach Warp 5 kam dann auch.
Thank you.
Ja, eigentlich als Special haben wir halt auch noch, das ist der Kurs Double, das heißt, das erste Modul ist das doppelte Breite bis ein Modul. Kann man auch mitnehmen, wenn man möchte. Eigentlich haben wir schon mit den drei Module sehr gut aus. Man kann natürlich sehr einfach eigene Module aus unseren Freunden nehmen. Ja, gut, ich habe schon angesprochen habe, die Speckgeschichte auf dem Smartphone, zum Beispiel ist ein sehr interessantes Thema. Kaum wegzudenken aus der derzeitigen professionellen Webseiten und Teams, ja, das Thema des Sponsored Layouts. Sprich, wie sich die Webseite oder das Team zur Auflösung oder halt den Team selber verändert. Und dazu haben wir schon seit dem Entwurf jetzt zwei sogenannte Waypoints. Die Zeit der Nutzungsmachung, den Ziel zu sagen, wann es sich zu verhindern. Wir haben aber ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir einen Small, kann man vielleicht erkennen, der Teil des Smartphones und von 10 und 16 Modus. Dann haben wir ein Medium, das ein Tablet entsprechen würde. Den Lab, was so halt Teil im Desktop entsprechen würde, dann für die Lab, für die Medium-Gruppe einlässt. Ja, immer wenn man unter Erkennung kommt, das ist so wichtig, dass die Bildschirme zu erkennen. Und ja, ich zeige euch dann nachher nochmal, wie sich das genau verändern wird. Ja, ein weiteres Response-Feature, was oft angefragt wurde, ist halt, ja, nun muss meine Webseite ja doch lieber original auf dem Smartphone sein. Normalerweise wäre das jetzt ein Beispiel, wie es aussehen würde. Wir haben die Module, die untereinander stacken in dem Sinn, und wir haben schon angedeutet, dass wir mobile Menü nehmen. Und im Wurf ist das Feature einfach zu sagen, wenn ich wirklich nicht, und dann kann man sozusagen den Meta-Keyboard für mobile Geräte einfach ausschalten. Und man kriegt halt die Ansicht seiner normalen Webseite in der Zukunft, die er sehen kann. Und neun Minuten können wir sogar die Module selber sagen, einzelne Module, wie sie verhalten, was sein soll. Sprich, wir haben jetzt im Wort 7 das neue Feature, das Module Management. Wie wir sehen können, kann man dazu vier Sachen machen. Wir können eine Fassung anlegen, Style, Alter, Selbst und so weiter. Und was wir auch genau hinausgehen, ist die Display-Funktion. Die Display-Funktion, da merkt man gleich, kann man sagen, welches Modul soll wann und wie nur angezeigt werden. Hier ein Beispiel in der Mitte, sagen wir mal, würde jetzt nicht auf roten Desktop kommen. Das wäre sozusagen uninteressant. Also mal kurz zu verdeutlichen. Sagen wir, wir haben Module D, das ist sichtbar auf der Desktop-Auflösung, also ganz normal gesehen. Und sagen wir, denken, in Zeit, Bedeutung für das Tablet erwartet. Dann kommt das coole Feature von Word. Es entsteht kein Widget, sondern es wird etwas stimmen, aber die restlichen beiden Module sind die gleichen. Also es wird dann richtig berechnet. Und ja, würde ich sagen, wir halt rechts und weiter. Und
kann halt einfach navigieren. Natürlich, dass das Ziel war, ein bisschen rund ist, aber trotzdem ist es sehr wichtig. Ja, das war bisher so die Kümmerungsgrenze. Ich hoffe, das ist gut, so lange. Ja. Und deshalb kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema. Das können wir jetzt nicht mehr für das Verständnis. Diese Variable. Gut, könnte er im ersten Blick könnte einfach sagen, könnte man auch Red eintragen. Aber der Witz bei der Sache ist halt, so könnten wir halt diese Variable von diesem Customizer nehmen, bevor ich da jetzt sprechen kann. Ja, das Ganze sieht natürlich im CSS kompiliert, wie man es im Fall sagte, halt so aus. Eine weitere Messfunktion sind zum Beispiel Listen manipulative Liste. Es gibt mehrere. In diesem Beispiel haben wir die Farbe Rot. Und ich könnte jetzt einfach sagen, Celeste, ganz einfach, ich möchte für meine Nachteile die ganze Geschichte etwas heller haben. Und hier sagen wir in der Funktion Light Color, 20%, dass die Farbe einfach heller wird. Das Light wird natürlich auch für das dunkler machen oder die Sättigung etwas rauszunehmen, kann man natürlich auch kombinieren. Es gibt natürlich auch andere Funktionen, wie der Tail. Der Tail ist eigentlich, halt soll das Ding irgendwie Opacity oder LDBA, sagen wir 40%, dann wird die Farbe jetzt nur 40% angezeigt. Natürlich würde ich hier im CSS kompiliert als LDBA-Farbe wieder rauskommen. Gleiche Beispiel mal mit einem Hexadezimal in Blau. Das wird eigentlich genau nicht. Ein weiteres Feature von Red selber sind auch mathematische Funktionen, die uns halt erlauben, Werte zu berechnen. Als simples Beispiel haben wir mal den die Variable S4Order, den Pixel gesetzt und sagt jetzt zum Beispiel für die Klasse Button, ich möchte den Border, halt hier den Klammern, Border mal 2, Solid und Red. Rauskommen würde halt ein 8-Pixel breiter Border, der halt rot wird. Das gleiche wird natürlich auch getan, hier für das HTML-Element Input. Und so kann man halt ganz einfach halt natürlich in weiteren Ausmaße
Sprichberechnung und auch Margin, Trading, Preis und so weiter. Auch Frontzeile, das kann man ganz einfach damit berechnen. Ja, und das soll eigentlich so, natürlich haben jetzt noch mehr Funktionen. Ich glaube, wenn ich die erklären würde, würde das zu lange in Kopf spannen und wäre sehr, sehr verständlich. Es sind natürlich noch coole Sachen wie Mixes, die sind aber halt etwas komplizierter. Ja, jetzt wollen wir das letzte Mal abschließen und ich gebe dir den Customer. Ja, der Customer ist nur entwickelt worden, ja, dann lässt es entwickelt worden. Da haben wir zusammen gearbeitet. Der Customer selber lässt sich ganz einfach im Backend von WordPress. Gerade auch, also gleich hier verstanden. Dazu drücken wir also nur auf Customizer und öffnen sie. Das Coole jetzt bei der Customizer ist, wir haben links unsere Customizer und rechts haben wir eine Live-Sicht von unserem Team oder unserer Webseite. Das heißt, wir können rechts wirklich im Menü rumklicken und die Änderung wird dann wieder beibehalten werden. Zum Beispiel könnte man jetzt hier zum Beispiel einfach Farbe zum Beispiel von dem Background und machen wir dann nochmal zwei blau. Und das würde live direkt genauso passieren. Natürlich kann man das auch mit 500 anderen Geschichten machen, aber nur weil es das schlecht ist, glaube ich, ist das ganz, ganz gut. Schön, ja, das ist vor ein paar Tagen sehr schädlich. Ja, wie gesagt, man kann halt sehr viel Unterstützung erstellen und halt wirklich sehr viele Varianten bauen. Das sind jetzt so ein paar Beispiele. So wird das, so wäre jetzt, so wird so ein UI-Tipp-Team aussehen. Ich zeige euch das alles gleich nochmal in der Demo, damit ihr nochmal ein Feeling bekommt, wie das irgendwie funktioniert. Ja, wie gesagt, das war der Customizer, der ist natürlich auch innerhalb von UI-Tipp, was vorhin vorgestellt wurde. Das Ganze kann man sich auf jeden Fall auf dem UI-Tipp-Programm mal anschauen. Oder auch runterladen frei, dass ja auch Ressourcen und mein Team zur Verfügung sind. Ja. Dann würde ich sagen, ja, von Ende. Ja, nicht. Finde ich, das war nicht so gut. Jetzt wird die Vorsieben kommen. Ich möchte das Ganze gerne mal Action zeigen. Ja. Dazu müssen wir ganz kurz die Hardware-Session machen, die dazu durch. So, ja. Genau. So, jetzt habt ihr ja einmal etwas vorbereitet. Das
ist ein Offizier, der dessen Namen reichen. Der Barnes möchte ganz gerne mal ein Wort sagen. Und dazu macht man ein gewisses Angriff, weil so einzuloggen in meinem Bett. Vielleicht macht er mal die Seite aus. Und wir gehen dazu einfach die Fremdlichen, die wir dann noch ziehen müssen. Wenn wir keine Notiz mehr machen, dann ist es einfach kein Takt. So. Ja, dazu gehen wir natürlich auf den Aufzug. Und ja, hier haben wir mal die Information, Life, Youth for the World. Und ich erkläre euch mal so ein paar Punkte ganz kurz. Ja, wir haben hier zum Beispiel den Development-Bereich. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einstellen, Compile as a result on educational. Das heißt, normalerweise wird man in seiner C.less, also in seiner Less-Datei, das ändern müsste, jedes Mal auf Compile.less drücken. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf Compile.less drücke, habe ich Less und generiert in dieser kompilierten CSS-Datei. Als Entwickler muss man merken, wenn ich jetzt eine Less-Datei anpasse und mir dann Wert, muss ich jedes Mal Compile-Less drücken. Deshalb ist die Option Compile-Less in Roller in die Richtung, das heißt, wir brauchen eigentlich nur Refreshen und das ist über CSS, wenn ich die Leitung direkt an meiner Änderung. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal kurz gezeigt, dass deine Responsive-Feature und deine Webseite halt auch zum Deaktivieren führen, also wenn ich deine Responsive-Feature auch für Smartphone deaktivieren kann. Ja, hier vielleicht interessant, Bootstrap, man kann natürlich einstellen, ob man Bootstrap laden möchte oder auch nicht. Das ist diejenigen, die selbst überlassen. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Fall. Und zwar haben wir hier die Option, die Modules, also den könnte theoretisch auch mal neuer Style erscheinen. Ich mache das Ganze mal wieder rückgängig. So. Und zeige euch mal den nächsten Punkt, der eigentlich neu ist. Das ist der Layouts-Bereich. Und zwar können wir in dem Layouts-Bereich eigene Layout-Profile anlegen. Und das machen wir, also hier haben wir, sehen wir schon zwei Layouts. Und das machen wir eigentlich ganz einfach. Wir sagen neues Profile, in dem Fall My Layout, und können dem jetzt sagen, alles klar, ich möchte My Layout einen ganz anderen Style geben, ne? Und der soll Pastell sein. Und jetzt sagen wir dem Ganzen einfach noch kurz, wir möchten das auf der Seite Layouts haben. Also man kann die einzelnen Layouts oder auch einzelnen Pages zuweisen. Und dieses wiederum überschreibt natürlich das Default Layout. Heißt, wenn ich jetzt hier refreshe und der Cache stimmt, müsste das anders aussehen. Upp. Und es ist anders. Gott sei Dank. Ja, und das Ganze kann man natürlich x-beliebig machen.
Man kann natürlich auch noch mehr Einstellungen machen. Ich mache das Ganze mal wieder. Ah ja, genau. Ihr müsst natürlich, wenn ihr gesaved habt, wieder euer Layout auswählen. Und das erzähle ich gleich nochmal kurz. Wenn ich zum Customizer komme, erzähle ich nochmal kurz, wie das mit den Styles jetzt abläuft. Aber wie gesagt, wenn man sich, ja, komme ich gleich zu, aber die würden da auf jeden Fall gelistet werden und die könnte man natürlich auf jeden Fall da selektieren. Und ja, wir könnten jetzt hier auch sagen, dass die Module halt stacked oder first doubled oder jegliches sein soll. So, ich lösche unser eben erstelltes Layout mal wieder. Zack. Und zeige euch mal ein paar interessante Geschichten aus der neuen Option der Modules. Und zwar können wir bei den Modules, halt, wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt auf dem Screenshot, Klasse angeben, Style können wir hier auch nochmal angeben. Wir können Icon angeben, da könnte man sich halt eins aus diesen Font Awesome Icons picken. Wir können halt Badges setzen. Hier wird halt der Style des Badges gesetzt und hier geben wir den Text an für den Badge. Und hier haben wir halt, wie gesagt, diese responsive Option für Desktop, Tablet und Smartphone. Und ja, wie gesagt, also man ist, kommt auf diese Seite, es könnte etwas erschrecken, weil man hier so viele Module hat. Ja? Deshalb haben wir natürlich auch ein bisschen mitgedacht und gesagt, das können wir den Leuten noch nicht antun. Und dann haben wir gesagt, hier einen Filter einbauen. Und da haben wir halt jetzt auf Top A gefiltert, auf die Modulposition Top A. Und da sage ich jetzt einfach mal zum Beispiel dem Kollegen, er möchte ein Badge haben und er soll den Style Primary kriegen. So. So, jetzt müsste eigentlich, der müsste jetzt gleich wieder weiß werden. Jo, und der erste, wie gesagt, ist jetzt Box Primary, gleich blau gefärbt, man hat ein Badge bekommen. So, und dann zeige ich euch nochmal kurz in Action die Display-Option. Und da sagen wir zum Beispiel einfach mal Top A, den zweiten und dritten Modul, bitte nicht auf Desktop zeigen. Und sagen einfach mal speichern. So, gucken wir mal, was passiert. Jo, hopp, weg. Zauberei. So, jetzt sind sie ja für den großen View eigentlich versteckt. Das heißt, hoffentlich kriege ich das hin mit dem Ding hier. Oh, oh, ja, da sind sie. Ja. Also, wir haben jetzt nur für die große Auflösung gerade diese zwei Module versteckt. Und wenn wir wieder kleiner werden, erscheinen die natürlich. Wenn wir noch kleiner werden, das ist jetzt der richtige Mobile View, dann, wie gesagt, stacken diese automatisch. Das ist natürlich einstellbar im Backend, ob diese sich so verhalten sollen oder auch nicht. Nochmal bitte. Also Sie können auf jeden Fall im Customizer, also im UI-Kit-Framework, diese Breakpoints selber angeben und können sagen, ab welcher Breite sich die Module zum Beispiel verhalten sollen. Also ja, ist egal. So. Ein weiterer Punkt, ähnlich neu wie Modules, ist der Punkt Menus. Menus können wir halt die Option sagen, wie viele Columns, also Spalten soll das Menü haben, das Dropdown. Eine oder zwei oder drei oder vier. Wir können hier die Breite der einzelnen Spalten angeben.
Wir können dem Menu-Item selber sagen, ob es ein Icon bekommen soll oder nicht. Wir können aber auch einen Image-Pfad angeben und sozusagen halt ein eigenes Icon angeben. Oder Subtitles kann man natürlich auch angeben. Ich zeige euch noch mal kurz mit dem Icon, was ganz witzig ist. Und dazu nehme ich natürlich mein Lieblings-Icon. So. Und ja, gehen wir da auch mal ein, damit es vielleicht ersichtlicher wird. Dann geben wir den schönen Anker. Jetzt sagen wir Save und gucken uns das Ganze nochmal an. Ja. Wie wir sehen, hier haben wir ein leckeres Bier und hier haben wir einen schönen Anker. Wie gesagt, das gleiche haben wir zum Beispiel hier als Image-Pfad. Ne? Hier haben wir halt ein Image angegeben. So, ja, als letzten Punkt finde ich immer, ist ganz hilfreich. Hier sieht man halt, welche Version haben wir vom Theme selber. Welche Warp-Version ist gerade derzeit in dem Package sozusagen, in dem Theme. Wir haben System-Check, der sagt, ist alles super, ne? Wie soll das anders sein? File-Verification, da sehen wir halt, welche Dateien modifiziert wurden, ne? In dem Fall sind es halt die kompilierten CSS-Dateien. So. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt über das Backend. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Customizer. Und den öffnet man eigentlich direkt hier unter Settings. Und dann könnten wir mal, hier sehen wir schon das Mobile-Menü. Gehen wir den ein bisschen breiter. So. Jo. Ne? So. Jo. Genau. Und ja, wie gesagt, wir haben links den Customizer und rechts haben wir eine Live-Ansicht unserer Webseite. Also man kann hier sehen, es funktioniert eigentlich alles. Na, wir könnten eigentlich auch wieder zu unserer Layout-Seite gehen und könnten die live direkt sehen. Und um jetzt einen Style oder überhaupt was zu ändern, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, sich einen Style, den man am liebsten mag oder den man halt favorisiert, einfach zu kopieren. Und dazu nehmen wir jetzt einfach den Default und sagen Copy. Und nennen den jetzt einfach mal J. Na, ist er nicht drin? Nein, ist er nicht. JD. So. So, jetzt haben wir den Style kopiert und können eigentlich anfangen, uns auszutoben und ein bisschen was ändern. Ja, ich fange mal mit dem wohl ersichtlichsten Punkt an, dem Background. Da kann man einfach mal so ein schönes Blau hier nehmen. Ich könnte das ja theoretisch natürlich auch das Ganze mit Maus geübt, Entschuldigung. Hier heller, also den RGBA-Wert einstellen und sagen, hopp, der hakt, ja. Und sagen, choose, und ja, hopp, live und direkt den Background geändert. Wir machen das persönlich immer so bei der Theme-Entwicklung, wir haben natürlich, das ist halt auch jetzt bei Warp 7 neu, haben wir die Seite UI-Kit, dort haben wir halt eigentlich alle Elemente, die UI-Kit so bietet und die halt auch in den Warp-Themes mit Verwendung finden. Und dort haben wir halt, wie gesagt, die Buttons, da haben wir Thumbnails, da haben wir die Modulboxen, also die Panels. Und eigentlich ist es immer empfehlenswert, über die Seite das zu stylen, weil man halt wirklich besser sieht, was man gerade wirklich tut mit den ganzen Elementen. Und da kann man jetzt, sieht man natürlich hier diesen hässlichen, ja, fast schon rötlich wirkenden Border. Den wollen wir natürlich ändern. Und dazu nehmen wir wieder ein cooles Blau. So. Boah, der ist, und jetzt sagen wir, der ist aber zu dunkel. Und ich persönlich bin ein sehr großer Fan davon. Ich bin echt froh, dass das mittlerweile echt gut unterstützt wird. Ist RGBA und sagen dem Ganzen ein bisschen transparenter. So. Das Gleiche machen wir natürlich auch mit der grauen Farbe. Man kann natürlich, kurz nochmal als kleiner Tipp,
wenn man in dem Farbraum bleiben will, mache ich es persönlich immer so, ich nehme diese Farbe hier, oder kopiere mir die, ne, sage hier Cancel, gehe hier rein, würde die hier einfügen, das wird wahrscheinlich wieder, da wird man dasselbe Blau hier haben, und dann gehe ich einfach weiter tiefer und sage, okay. Farbe. Das gleiche kann man natürlich auch mit der Font machen. Hier haben wir die ganze Liste von Google Fonts. Ja, nochmal danke an Google für die Geschichte. Und da sagen wir zum Beispiel einfach mal Oxygen als Font. Ist sie nicht, funktioniert nicht anscheinend, gerade. Kein Internet? Fail, würde ich sagen. Dann machen wir das mal wieder rückgängig. So. Naja, schade. Aber auf jeden Fall kann man da aus zig verschiedenen Fonts wählen. Und um mal kurz was zu zeigen. Wir haben jetzt hier so eine Art Gradient Scene, das heißt, die meisten Elemente haben einen Top- und einen Bottom-Gradient, also einen Verlauf. Um das zu ändern, müssen wir natürlich zwei Werte anpassen. Da ist, wie gesagt, der Tipp hilfreich, sich das zu kopieren. Ne? Also, ich würde jetzt hier einmal kopieren. Okay, jetzt haben wir so einen iOS 7-Style, ne? Ziemlich nicht schick. Und jetzt sagen wir hier, pop, und gehen hier einfach eine Spur weiter runter und haben wieder einen schicken Button. Ne? Also schick ist relativ. Ja, und somit hätten wir schon ein paar Anpassungen gemacht. Das Ganze können wir natürlich mit zig Elementen machen. Kurz nochmal erwähnt, das sind jetzt hier so in der Normal-Mode, sagen wir mal, die Elemente, die am meisten benutzt werden, also die man am häufigsten ändert. Es gibt auch den Advanced-Mode, und der Advanced-Mode ermöglicht es uns, wirklich haufenweise zu ändern. Also es ist eigentlich jede Komponente stylbar, bis ins letzte Detail. Wir können, wie gesagt, hier zum Beispiel für die generellen Margins, ne, also die Abstände von der Headline zu einem Paragraphen zum Beispiel setzen, in den Margin und so weiter. Das Ganze ist natürlich alphabetisch angeordnet und ziemlich lang. Auf den ersten Blick mag es ein bisschen schockieren, aber ich sag mal so nach einer halben Stunde oder so hat man den Dreh eigentlich raus. Und kommt ganz gut zurecht. Natürlich hat jede einzelne Komponente auch noch so eine Art More-Option. Dort werden auch nochmal weitere Optionen eingeblendet, optional. Kann man natürlich auch wieder verstecken. Ja, um das Ganze jetzt natürlich irgendwie anzuwenden in unser Warp-Theme, müssen wir das Ganze speichern. So, und jetzt nochmal, um auf den Punkt zu kommen, jetzt wäre dein Style gespeichert und du könntest ihn auswählen. Also der, kann man den mal kurz öffnen? Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich weiß, Zeit ist ein bisschen knapp, aber so, hier haben wir das Theme und hier haben wir den Style-Ordner und wir sehen, hier wurde gerade, also gut, die Informationen haben wir jetzt hier nicht. Seht das noch? Das? Haben wir jetzt den Style G-Day. Und da ist jetzt eigentlich unsere Style-List drin. In dieser Style-List sind auch wirklich nur die Sachen drin, die wir geändert haben. Und das CSS. Wobei das CSS, ja doch, das CSS stimmt. Und jetzt müssen wir nur natürlich unser Theme, also unsere Webseite sagen, wir wollen den Style G-Day. Und das Ganze macht. Picken und natürlich weiter basteln. Ne? So. Ja, das war es erstmal mit der Demo.
Also mal Keynote öffnen, ne? Oder einfach den, ne? Ja. Hier das? Ne, das geht nicht, oder? Ich jetzt hier öffne, also Sync, ne? Ja, ist jetzt Ende, fragt man sich. Werdet euch wahrscheinlich erfreuen, ihr wollt wahrscheinlich alle rauchen und was trinken. Ja, es ist Ende. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, und wenn die Leute Fragen haben, gerne her damit. Ich sehe schon. Wahrscheinlich eine spezielle Frage für Arthur wahrscheinlich. Nee? Ja. Background Image könnte man auch auswählen. Müsste man halt machen, haben wir jetzt hier nicht in diesem Theme, aber es könnte man halt für, wenn man ein Theme baut, selber in dem Customizer einstellen. Dazu gibt es einen Customizer, eine Customizer-JSON. Ja? Und da könnte man, oder man könnte auch eine LS-Bild, also Image-Pfade angeben. Ne? Und das wird auf jeden Fall funktionieren. Theoretisch bei den Modulen auch. Eigentlich könnte man überall Background-Images angeben, ja. Ja, man könnte das natürlich auch über Select einbauen, ne? Das wäre auch möglich, ne? Ja. Also man könnte sich zum Beispiel selber ein Select bauen und könnte die auch als Select auswählbar machen, ne? Man könnte, es gibt halt einmal die Option, den Image-Pfad anzugeben, und man könnte aber auch sagen, eine Select-Box, ne? Und dann halt gewisse Sachen vorgeben. Ich glaube, ja. Ja. Ein Preview-Bild für das. Oh. Oh, das ist schon eine spezielle Frage. Das würde ich gleich hier mit unserem Chefprogrammierer Arthur mal abklären. Müsste ich jetzt raten, als Designer. Weil ich glaube, das benötigt ein bisschen mehr Zeit, um das abzuklären. Sonst noch irgendwie Fragen oder so? Ja? Ja? Ja, das haben wir, glaube ich, schon öfters mal angefragt bekommen. Ja. Aber werden wir uns auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen und mal gucken, ob wir da was drehen können. Ne? Ja. Ja. Ich kann noch nicht genau sagen, das ist noch top secret, aber dieses Jahr. Ja, es kommt demnächst auf jeden Fall. Wir arbeiten dran. Wird auf jeden Fall erscheinen. Okay, vielen Dank.